Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai und in diesem Video erzähle ich dir alles, was du unbedingt wissen musst, wenn du auf Linux umsteigen und Bitwig benutzen möchtest. Dann legen wir mal los. Warum ausgerechnet Linux, wird immer wieder gefragt. Zum einen, weil es einfach geht. Zum anderen, weil es nicht nur für die Musikproduktion Vorteile hat. Meines Erachtens hat Linux mit Pipewire die fortschrittlichste Soundtreiber-Architektur, die es für Geld zu haben gibt. Und die ist auch noch kostenlos. In diesem Video geht es darum, ein paar Begriffe in den Raum zu schmeißen und zu erklären, damit man weiß, ob die wichtig sind oder nicht, wenn man sie liest oder hört. Pipewire ist extrem auf Low Latency, also geringe Latenz, getrimmt. Aber nicht nur das. Pipewire verarbeitet Audio, MIDI und mit dem Display-Server Wayland, der im nächsten Jahr fest in allen Distributionen Einzug hält, auch noch Video. Pipewire macht das zwar jetzt schon, nur nicht jede Distribution bietet jetzt schon Wayland als Standard an. Das heißt dann, dass man mit einer einfachen Patch-Based-Software mit virtuellen Kabeln alle Eingänge mit allen Ausgängen einfach so verbinden kann. Audio, MIDI und Video. Ein virtuelles Kabel ziehen und die Verbindung steht. Aber fangen wir mal am Anfang an. Du brauchst eine Linux-Distribution. Bitte gib als Referenz Ubuntu an. Das solltest du auch nehmen, egal welche fancy Linux-Distribution dir dein Kumpel oder das Internet anpreist. Mit Ubuntu hast du eine Distribution für einen modernen Desktop-Rechner, mit dem du alles von der Musikproduktion, Internet, Office und Multimedia machen kannst. Und hast natürlich auch noch Pipewire mit dabei. Eine Anmerkung zur Installation. So ziemlich alle Linux-Distributionen bieten dir an, bei der Installation die Festplatte zu verschlüsseln. Das ist grundsätzlich eine gute Sache, aber das braucht auch mehr CPU beim Lesen und Schreiben von und auf die Festplatte. Es nimmt also ein wenig von der Performance deines Rechners weg. Wenn du das nicht willst, dann verschlüssel deine Platte nicht. Zudem empfehle ich dir noch die Integration von FlatHub. Das ist sowas wie ein zusätzlicher App Store, mit dem du Zugang zu noch mehr Software hast. Softwarepakete, die über FlatHub verfügbar sind, werden als Flatpak bezeichnet. Die Einrichtung ist sehr einfach und wird auf der Seite von flathub.org beschrieben. Die Links sind in der Videobeschreibung. Von der Bitwig-Installation als Flatpak-Paket rate ich dir Stand November 2023 dringend ab, da das Paket nur halbherzig gemacht wurde und an vielen Stellen noch Probleme hat. Es wäre klasse, wenn du mir einen Daumen und ein Abo dalassen und mich weiterempfehlen würdest. Dankeschön. Ich will mit zwei Mythen aufräumen, die sich hartnäckig halten. Und das auch nur, weil im Internet viele Artikel ohne Datum herumschwirren, die teilweise 20 Jahre oder älter sind und deren Empfehlungen man heute auf gar keinen Fall folgen sollte. Zuerst geht es um die Begriffe Real-Time-Kernel oder der eigentlich richtige Begriff Low-Latency-Kernel. Keine Angst, das wird jetzt nicht besonders technisch, aber man sollte verstanden haben, was das ist und warum man es nicht braucht. Ein Realtime-Kernel ist für Betriebssysteme, die darauf getrimmt sind, eine einzige Sache so schnell wie möglich zu machen. Realtime eben. Sowas findet man in Embedded-Systemen und in zeitkritischen Umgebungen. Ein Desktop-System, wie wir es heute auf unserem Computer haben, macht viele Dinge gleichzeitig und eben nicht Realtime. Internetbrowser, Musik, Office und so weiter. Ein Realtime-Kernel wäre hier ganz und gar schlecht und kontraproduktiv. Ein Low-Latency-Kernel ist darauf getrimmt, eine sehr geringe Latenz, also sehr geringe Verzögerung, beim Input-Output zu haben. Das war mal ein Thema bis circa zum Jahr 2020. Bis dahin macht es Sinn, so einen speziellen Kernel zu installieren. Aber heute ist Low-Latency in allen Kerneln Standard. Sicherlich kann hier und da noch optimiert werden, aber das ist im Bereich von 98% die letzten 2% aus einem Rechner rausholen. Der Aufwand lohnt in 99% der Fälle nicht. Der andere Mythos betrifft den Check-Audio-Server, der auch bis circa zum Jahr 2020, 2021 der Audio-Server war. Er hatte auch schon eine absolut erstaunlich niedrige Latenz und es gab auch schon diese Patch-Base mit den virtuellen Kabeln. Aber er hat auch einige Nachteile. So fror der Rechner ein, wenn man aus Versehen das Audio-Interface abzog oder andere Hot-Plug-Aktionen vollführte. Auch war es sehr umständlich, Consumer-Geräte zum Beispiel über Bluetooth anzuschließen und zu betreiben und einiges mehr. Also wenn dir jemand den Check-Audio-Server ans Herz legt, dessen Informationen sind vermutlich ein bisschen alt und schau immer nach Pipewire. Denn glücklicherweise haben wir jetzt Pipewire.
Denn PyPy hat all die Vorteile von Check Audio und vereint noch mehr Multimedia mit MIDI, Audio, Video, Bluetooth, Consumer-Geräte und all das mit Low Latency. Für den groben Überblick, wie das Audiosystem unter Linux aufgebaut ist, hier eine Folie, wie es früher aussah und wie es heute aussieht. ALSA ist quasi die Treiberschicht, wofür in anderen Betriebssystemen Treiber installiert werden müssen. Das macht ALSA. Eine kurze Anmerkung. Sehr, sehr viele Geräte, die Standard-compliant sind, funktionieren unter Linux ohne zusätzliche Treiber, dank ALSA. Standard-compliant bedeutet, dass sie sich an bestimmten Industriestandards halten und keine exotischen und inkompatiblen Eigenerweiterungen enthalten. Das wird glücklicherweise heutzutage immer weniger und ist auch oft nur bei sehr zwielichtigen, billigen Elektrogeräten zu finden. So. Jetzt hast du erstmal jede Menge theoretisches Wissen, um ein paar Begriffe richtig einordnen zu können. Nun kommt der einfache Teil, die Installation von Bitwig. Du loggst dich in deinem Bitwig-Account ein, dann lädst du dir das DEP-Paket runter. So eine DEP-Datei ist ein Installationspaket, wie bei Windows eine Setup-Exe oder bei Mac eine, ich glaube, eine DMG-Datei. Wenn die Datei runtergeladen ist, dann sollte ein Doppelklick auf die Datei reichen, um die Installationsroutine aufzurufen und die Installation durchzuführen. Dazu musst du dann noch dein Passwort eingeben und danach ist Bitwig installiert. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht funktionieren und es passiert bei jedem Betriebssystem immer mal, dann kannst du die Installation oder die Updates auch in der Konsole oder auch Kommandozeile oder auch Terminal genannt installieren. Dazu wechselst du in das Download-Verzeichnis, in dem dein heruntergeladenes Bitwig-Paket liegt und dann kannst du es am besten mit dem folgenden Befehl installieren. Beigemerkt, Groß-Kleinschreibung ist hier wichtig, wie überall in Linux. Und zusätzlich noch ein kleiner Tipp für die Konsole. Befehle, Dateinamen und Ordnernamen können mit der Tabulator-Taste vervollständigt werden. Zum Beispiel den Anfang des Dateinamens eintippen, Tabulator-Taste drücken und die Konsole vervollständigt den Dateinamen, solange er eindeutig ist. Gibt es mehrere Möglichkeiten, stoppt die Vervollständigung mit einem weiteren Druck auf die Tabulator-Taste, werden die weiteren Eingabemöglichkeiten angezeigt. Damit bist du jetzt startbereit und kannst loslegen, tolle Musik auf dem besten Betriebssystem der Welt zu machen. Wenn du mehr über Applikationen für die Musikproduktion unter Linux wissen möchtest, dann schreib mir doch bitte in die Kommentare, was dich interessiert. So, und es war wie immer wunderschön mit dir, aber leider ist unsere gemeinsame Zeit auch schon wieder vorbei. Mein Name ist Odo Sendai-Dukai, danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund, rette die Zukunft, mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.